Männliche Leiche, Mitte 30, keine Papiere. Das hier war in seiner Tasche. Den Wagen dazu? Der fehlt. Leo Kerber, 33, wird ja in diverse Drogengeschäfte verwickelt. Die Kollegen glauben, dass der Drogenlieferant von Leo Kerber ein Mann namens Max Schiller ist. Wir wollten uns treffen, an der Tanke zur Übergabe. Aber er ist nicht gekommen. Amarina Erdbeer, wie immer Jean-Claude? Alter, du bist eine laufende Leuchtreklame. Hallo, ich war's. Das ist High Fashion. Du hast den Wagen geknackt. Der Fahrer hat dich überrascht. Du hast Panik bekommen in der Schlacht. Hey, wow, ich bin Pazifist. Wer würde sie denn töten, wenn sie das Geld nehmen? Der Albaner. Enes Morati. Zwei Morde gehen mutmaßlich auf sein Konto. Immer angenommen, Schiller hat Moratis Geldboten nicht umgebracht. Wo ist dann die Kohle? Ich find's feucht. Dass jemand den Verdächtigen ins Bett geht, um an Informationen zu kommen? Der Mann ist gefährlich. Wir müssen auf legalem Weg um Beweise kommen. Alter, die Kohle ist nicht da. Chill dich, die ist todsicher versteckt. Dann weiß Enes Morati jetzt ganz genau, wer sein Geld hat. Wie haben Sie mich gefunden? Naja, wer so viel telefoniert. Oh, jetzt sind wir gefickt. Ich bin nicht sicher, ob Sie das kapiert haben, aber Enes Morati ist ein Killer. Ihre Freunde sind in Lebensgefahr und das auch, weil sie mit dem Geld um sich geschmissen haben. Das ist jetzt nicht so gut, oder? Wo ist das Geld?